Hallo, mein Name ist Jens Krause aus der Industrie- und Handelskammer in Cottbus, hier Bereichsleiter Infrastruktur und Verkehr, und nehme Sie heute gern mit zum Thema, was die Unternehmen der Region sehr bewegt, die Sperrung der B169 zwischen Cottbus und Schwarzheide für den Lkw-Transitverkehr. Seit 18. März, jetzt seit einer Woche, können die Unternehmen nicht mehr entsprechend diese Strecke nutzen, weil, ja, großes Verständnis für die Anwohner in den Orten. Dort gibt es jetzt in Almosen und in Kleinosten nicht zwei Gerichtsurteile, die sagen, es ist zu laut auf der Straße, es sind zu viele LKWs unterwegs. Und die Verkehrsministerin des Landes hat jetzt reagiert und seit einer Woche ein LKW-Transitverbot verhängt. Das trifft ungefähr 1000 Unternehmen direkt hier in der Lausitz mit fast 3000 LKWs, die jeden Tag hier in der Region unterwegs sind. Die B169 zwischen Cottbus und Schwarzheide, eine der wichtigsten Bundesstraßen in Ost-West-Richtung. Ja, jetzt leider nur noch für den Anliegerverkehr und für den Quell- und Zielverkehr nutzbar. Das heißt, für alle LKW-Unternehmen, die zwischen Cottbus und Almosen oder auch in der Gegenrichtung entweder etwas abladen müssen oder neue Ware aufnehmen, die dürfen weiterfahren. Für alle anderen müssen leider außen rum fahren. Außen rum heißt Umwege über das Spreewalddreieck, über 30 Kilometer, eine Fahrtstrecke mehr. Und das trifft natürlich sehr, sehr viele Unternehmen in der Region. Das heißt, 33 Kilometer mehr Diesel, längere Fahrzeiten und auch höhere Maut auf der Autobahn. Das sind alles Zusatzkosten, die die Unternehmer der Region tragen müssen. Wir haben als IHK mal nachgerechnet, pro Jahr fast 10 Millionen Euro Mehrkosten für die regionale Wirtschaft allein aufgrund dieser Sperrung. Und kann man sich vorstellen, dass das natürlich große Herausforderungen für die Unternehmer der Region bedeutet. Wir sind nicht glücklich mit der jetzigen Lösung. Ja, wir wären gerne auf dieser Bundesstraße weitergefahren, aber wir respektieren natürlich die Gerichtsurteile. Wir wissen, Anwohnerschutz ist ein hohes Gut, Lärmschutz ist ein hohes Gut. Trotzdem haben wir lange, lange gekämpft, auch weiterhin auf dieser Strecke fahren zu dürfen. Ja, jetzt dieser Kompromiss, Anliegerverkehr, Quell- und Zielverkehr, Lieferverkehr frei, alle anderen müssen außenrum, das wird große Opfer von der Wirtschaft in der Region bedeuten. Wir sind aktuell unterwegs, um auch die Kontrollpraxis natürlich ein Stück weit für unsere Unternehmer zu recherchieren. Wann wird kontrolliert? Was wird kontrolliert? Wir wissen, jeder, der trotz Verbot dort langfährt und keine Lieferpapiere für die Region vorweisen kann, also kein B- oder Entladeort zwischen Kleinosnich und Almosen nachweisen kann, muss 75 Euro plus 25 Euro Verwaltungsgebühr, das heißt über 100 Euro bezahlen. Und zusätzlich noch ein Punkt in Flensburg. Ich glaube, das ist wirklich nicht zu empfehlen, dort diese Strecke weiter zu nutzen. Und in dem Zuge wissen wir, dass es da Unternehmen geben wird, die natürlich sich jetzt auch an den Regelungen orientieren. Die müssen sich orientieren, ansonsten wird es teuer. Was können wir noch tun als IHK? Wir sind natürlich weiterhin dabei, diese Lösungen, die dieses LKW-Verbot jetzt erzeugen, auch schnellstmöglich herbeizuführen. Eine der wichtigsten Lösungen ist die Ortsumfahrungen, die noch fehlen zwischen Cottbus und Almosen und weiter bis Elsterwerda auf dieser B169 jetzt schnellstmöglich zu planen, schnellstmöglich Baureife zu erlangen und auch dann diese Ortsumfahrung schnellstmöglich zu bauen. Nur das wird dauerhaft eine Lösung bringen, nur das wird die jetzige LKW-Sperrung wieder aufheben. Und deswegen werden wir das Land weiterhin dazu drängen, plant schneller und baut schnellstmöglich, damit die Unternehmer der Region auch wieder die Region, aber auch darüber hinaus ihre Ziele erreichen können. Ja, für alle, die zum Thema B169 Lkw-Transitsperrung Fragen haben, nutzt die Gelegenheit, postet entsprechend als Kommentar, schreibt mir eine Mail, ruft bei der IHK den Herrn Krause an. Wir stehen gerne für ganz, ganz konkrete Antworten für Ihre Fragen, dass Sie die auch beantwortet bekommen.